Hallo Freunde der Spiegeltour, willkommen bei A Way Out, was ich heute spontan mit Solarius durchspielen werde. Man braucht nur einen Key beim Spiel übrigens, um das mit einem Kollegen durchzuspielen, und deshalb hat sich das einfach angeboten, sich eben den Key zu kaufen und das Spiel mal zu zocken. Soll ja eine Ausbrechergeschichte sein im Splitscreen, selbst wenn wir, glaube ich, jetzt online spielen miteinander. Und man muss halt zusammenarbeiten und eine Geschichte erleben, um letztendlich aus diesem Gefängnis rauszukommen. Vor allem das letzte Drittel soll wohl ziemlich cool sein. Und das werden wir alles, glaube ich, heute noch hinkriegen. GameStar hat geschrieben, man braucht 7 Stunden, dann braucht der normale Spieler, glaube ich, 4. Und jetzt schauen wir einfach mal. Weil ich mache jetzt einfach Start und Solaris hat noch gar nichts gesagt. Start. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Welcher willst du denn sein? Ich guck gerade mal. Straftaten, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl, 8 Jahre Haft. Bin selbstbewusst, ja, aufbrausend und sarkastisch. Und du bist rational, diszipliniert und zurückhaltend. Das finde ich ganz gut. Ich bin der Nasenmann. Bin in einem Waisenhaus aufgewachsen und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Ich muss entkommen wegen meinem Sohn, seiner Frau und selbst und alles selbst gerade biegen. Und aber du? Wir sind doch in einem Flugzeug und nicht im Knast. Noch nicht. Irgendwie organisiertes Verbrechen. Geldgierig, glaube ich. Vor allem, du hast nur Betrug, Unterschlagung und Mord. Okay, ich habe niemanden getötet. Ja, nur Mord. Ja, aber das ist ja wieder, man hört ja sagen, ohne Mord mehr Haftstrafen für Leute, die mit Geld zu tun haben. Ja, aber wahrscheinlich nur ein Kollateralschaden. Hast wahrscheinlich einen Wachmann aus Versehen erschossen. Und ich glaube, das war schon die Einblendung vom Ende. Also die Charakterauswahl ist eigentlich das Ende, im Flugzeug zu fliehen, und am Anfang, da kommen wir jetzt hin. Also schon ein Punktabzug, es gibt kein Wasser, glaube ich, hier. Wir werden dann, oh, ich fange an. Oder? Kommst du erst im Knast an? Ach nee, wir sind schon im Splitscreen. Ich bin im Bus. Du wirst gerade erst, du kommst gerade erst im Knast an, während ich hier lunkern kann, wie du reinkommst. In welchem Jahr ist das? Die haben voll schicke Anzüge an hier, die Wachmänner. Ich glaube, es ist 80er oder 70er, oder? Move your asses inside. Da, Leute, der mit der Lederjacke, der gehört mir! Das wird meine neue Duschlampe. Ja. Ich glaube, da glotzt einer auf mich.
Jetzt stecke ich den Zinken zwischen die Arschbacken. Kann ich denn hier schon raus? Hey, are you okay? What do you want? Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. I fuck them up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Ich habe schon neue Freunde gemacht. Ja, anscheinend. Ich habe noch mit niemandem geredet. Er hat gesagt, er will mich. Naja. Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I guess you're right, but we'll fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Sleep, eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast then. Oh boy, I'm a dead man. Ah. Oh, du bist, glaube ich, gerade auf der anderen Seite des Zellenblocks B. Ich glaube, ich bin da unten. Ja, da stehe ich. Hey, what's up with you? Having the best day of ja, stimmt. My life, man. I'm telling you, best day ever. Why's that? Well, I got beat up, all my shit got stolen, and my parole got denied. Sucks to be you. Makes my day look great. Man, thanks for your support, asshole. Anytime. Oh, ich hab echt einen ganz schönen Zinken. Das könnte nützlich sein. Vielleicht müssen wir irgendwo eine Wand einschlagen oder so. Ih, du bist nackig. Oh mein Gott, ich bin nackt. Balken einblenden. Ah, du kannst nicht drehen, ne? Ah, ich glaube, ich habe mal ganz kurz den Zipfel gesehen. Hör auf meinen Zinken zu gucken. Ach, sei nicht so. Hey, Guard. Isn't this enough? Sure, take all the time you need. Fucking awesome. Ich erinnere mich ein bisschen an den Schauspieler von Wolverine. Von der Gesichtsstruktur, aber wahrscheinlich liegt es nur am Bart. Oh, ihr werdet vom Gefängnisdirektor. Oh, ich werde angegriffen! You two, break it up, now! My name is Williams. Fuck and you. This is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Hör auf, mir auf den Zinken zu gucken. Ich guck nur auf deine schönen Stiefel. Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard it, man. Move out. We don't have all day. Du bist mit der Schokoperle reingekommen. Ja. Was soll es eigentlich für ein Knast sein? Neue Insassen und vier sind weiß, einer ist schwarz. Das ist bestimmt kein amerikanisches Gefängnis. Und das ist Statistik. Das sieht ein bisschen aus wie Alcatraz, oder? In dem Film sah das genauso aus. Oh, ich hab Buddha Meditation, gefunden. Man. What the hell is that? It'll set you free. Oh yeah? You don't look free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you try it. You want me to show you how? Nah, not my thing. Let's go, get in your cell. Good luck with your freedom in there. Peace, man. Get dressed. Zieh ich erstmal an, bevor ich da bin. Hey, Leo. So, nein. Looks like you got yourself a new name. Close up 49. Who is it? I don't know, man. Took some you white long guy. Enough. Thanks for the update. Yeah, no problem.
Let's go. Inside. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Ich dachte erst, wir sind jetzt Zellennachbarn. Ich glaube, ich bin direkt nebenan hier. Du warst so schnell, ich konnte mich gar nicht umgucken in meiner Zelle. Oh, tut mir leid. Es gab wahrscheinlich nichts zu entdecken. Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. He's over there. That's all I know. Ich habe ihn schon gerochen. Das kann nicht sein, ich bin frisch gewaschen. Du bist nur abgespritzt. Interessante Punkte in der Nähe finden. Ah, du darfst jetzt rumsitzen? Ach nee, ich sehe dich als grüne Markierung mit, wenn ich LT halte. I'm so depressed. I can't sleep. You should do something that'll get you in solitary. Really? And why the hell would I do that? It's nice and quiet there. If you can't sleep there, you can't sleep anywhere. What are you, nuts? I'll lose my mind in solitary. No pain, no gain, man. Machst dich schon hübsch für mich? Auf jeden Fall stinkst du gleich, ey. Das ist ein ganz normales, tägliches Workout. Das sieht aus, wenn das immer schwieriger wird. Wird's auch. The fuck you looking at, man? Gleich platzt dir der Bizeps. Hey, relax. I'm not here to mess with you. Well, then walk away, hombre. You better listen to him. All right, ladies. I'll let you get back to it. Could have gone better. Oder kann ich mich mit denen direkt prügeln? Ah ne, das war auch nur so ein kleiner Dialog. Oh. Shh. Can you hear that? Hear what? Hey, you got a light? Yeah, sure. Can I have a smoke? Sorry, it's my last one. How about that light? You cheap bastard, it's just a cigarette. Yeah, but it's my last one. I'm sorry. Last one, my ass. I ain't lighting you a cigarette, that's for sure. Ich kann eigentlich nur zu jedem Arsch sein. Yes, I can't hear that voice. Good, because that's the only voice you should listen to. You guys seem to be enjoying yourselves. Ich rede gerade ein bisschen mit den Leuten. What's not to like? Alter, ich will ja wirklich nur... Meine Antworten sind alle wirklich super draufgängerisch. Ich kann nur Leute beleidigen. Are you serious? You're in a prison and you're enjoying the sun. It's the little things, man. Yeah, you're probably right. Jeden geht was ab. Hier wird ein dunkelhäutiger überfallen. Hey, come on. Nice to meet you too. I'm just kidding. Enjoy. But seriously, good luck with that cancer. Ah, the jib. Let's get that pump. How many has this guy done? 10, but his record's 19. That's it? It's way tougher than it looks, man. Why don't you give it a try, smartass? I could easily do 20 without breaking a sweat. Yeah, sure. I'd love to see that. I'm sure you would. But this guy, if he sees me pull that off, it'll break his spirit. Trust me. Don't worry about him. Just do your 20. All right. Don't say I didn't warn you, though. Oh mein Gott, ich muss jetzt 20 Stück machen von den Dips, wenn ich das richtig verstanden habe. Also. 5. Vielleicht bist du da fitter drin. Aber ich muss das X gerade... Also ich bin bis 11 gekommen oder so. 12. Ach du Scheiße. Ja, viel Spaß. 14. What do you want, new fish? 15. Oh. 16. Nothing. Just checking the place out. For your own sake. 17. Go and check someplace else. Nice to meet you too. Boah, mein Finger. Du verkackst. 18. Alter! Deine Schwerstarbeit, 19! Oh! Komm! What's the matter? You guys. Oh! Of course we are. Boah, 20! Oh yeah.
Who didn't? Ah! The pain in the ass guards. Who else? Didn't even break a sweat. Hallo, ich hab sogar geschwitzt. Ich musste den Button drücken. What the hell? Now nobody can do 20. Well, they pulled 20. I'm sure there are other ways to waste your time. Come on. Oh yeah? Like what? I don't know. Read a book from the library or something. That's funny, man. This new fish is funny. Yeah, he is. Get the hell out of here. Was machen die denn hier? Ich glaube, der wird gefickt. Ja, guck mal ganz genau hin. Whoa, what's going on here? Well, he's a chiropractor. He's gonna fix my neck. Chiro what? He fixes people up, snaps things back into place, you know? Does it work? Yeah, man. Are you sure it isn't just a way for him to get some close physical contact? What? Well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. Looks to me like he's trying to snap some other things in place. Wait. What do you mean, huh? What do you mean? We got a problem here. Never mind, I'll leave you to it. All right, just make myself clear. Whatever, man, just get out of here. Fährt er ja wirklich einen dicken. Hey, what's up with you? My wife left me, man. I got nothing anymore. Nothing to live. Nothing. There's plenty of fish in the sea. What fish are you talking about? I'm here for life. Shit. Got any kids out there? No, man. I'm all alone. Dang. That's tough. Soll ich mal zu den Leuten gehen, die da an der Seite die Leute verprügeln? Ah ne, kann ich gar nicht. Sind wir in anderen Bereichen? Ja. Wir treffen erst zusammen beim Basketballplatz. Hi. Hey. Can I ask you a question? Let me go. What's up? You don't know you are. Du sollst dem Tumult auf den Grund gehen, denke ich mir gerade. So, Leris, ich hab ein Problem. Ja, ich rede gerade über was. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like it. Du kannst übrigens rennen. Mit welcher Taste? Yeah. Jetzt geht's, gerade ging's sicher. Get in there, new fish! Hey, what the hell? What are you doing? Go on! Go, Dragon Man! Kill him! Huh? Take him down! You idiot! Come on, motherfucker! Und jetzt machen wir Ringfight. Events wie früher. Slap. Ja, Mädchenschlag. Oder Bud Spencer Schlag, eins von beiden. Ein bisschen aus wie bei Bud Spencer hier. Ich glaube, wir haben gewonnen. Anscheinend. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on. Eine schwarze Wache. Jetzt weiß ich, dass das alles Fiktion ist hier. Stay the hell away from me, okay? Ja, Solaris, lass mich gefälligst in Ruhe. Du Nummer 03465, deine Nummer merke ich mir.
Immer dein Sinken aus der Sonne, ich sehe nichts mehr. Ich werde schon ungleichmäßig braun wegen dir.